Ja, Freunde, da ist sie, die K4 Kastenform vom Petromax. Geiles Teil. Ich habe mich schon richtig in sie verliebt. Und was machen wir da drin? Wir machen heute wieder ein leckeres Brot. Aber dieses Mal komplett selber gemacht. Zuerst habe ich mir ja überlegt, nehme ich wieder eine Backmischung? Nein, dann wollte ich ein Weißbrot machen. Ja, und dann hat mein Schatz heute Mittag mal kurz eben Kartoffeln gekocht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, mache ich ein Kartoffelbrot drauf. Draus. Ja, gegoogelt, gesucht und siehe da, so viel Unterschied ist ja zwischen ein Was-Brot, einen, ja, ich bin total aufgeregt, Entschuldigung, zwischen ein Weißbrot und ein Kartoffelbrot ist es ja nicht der Unterschied. Und deswegen machen wir heute ein Kartoffelbrot. Und ich wäre nicht ich, wenn ich das Rezept nicht ein klitzeklein bisschen abgewandelt hätte. Nee, werden täte du. Ich mache einfach weiter, Leute, ich sag's euch. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Also ich wäre nicht ich, wenn ich das Originalrezept so jetzt habe ich es wirklich beieinander. Ich wäre nicht ich, wenn ich das Originalrezept so verwenden würde, wie ich es gefunden habe. Nein, ich habe es ein bisschen abgewandelt, so wie ich mir das wieder mal vorstelle. Also, ich mache jetzt die Form noch etwas sauber, sprich mit heißem Wasser ausspülen. Dann wird sie mit einem Trenchspray, ich habe ja das Flammospray, eingesprüht. Und ja, danach oder davor, je nachdem, werden wir schon unseren Teig machen. Hole ich alles hier raus, sogar die Küchenmaschine, und wenn ich alles heraus habe, sehen wir uns hier an diesem Tischchen wieder. Alles soweit hergerichtet, wie ihr seht, es benötigt gar nicht viel, um Kartoffelbrot zu machen. Wir haben hier jetzt 500 Gramm Mehl Typ 550. Gut, es waren bloß 450 Gramm und naja, 50 Gramm Mehl habe ich halt noch ein normales dazu getan. So, dann steckt man den mal gleich hier rein. Und was haben wir denn noch? Wir haben zwei Kartoffeln, das waren jetzt 180 Gramm, 200 Gramm wären besser gewesen, aber das reicht. Dann ca. 20 Gramm Butter, 10 Gramm Zucker und 10 Gramm Mehl. Entspricht circa jeweils ein Salz, genau, mein Schatz, danke fürs Verbessern. 10 Gramm Salz entspricht circa jeweils ein Teelöffel oder einen gehäuften Teelöffel. Dann können wir eigentlich, ja halt, hier haben wir noch 300 Milliliter Wasser und 150 Milliliter Milch. Und da tun wir jetzt gleich unseren Würfel Hefe reinbröckeln und ja, bisschen umrühren und sozusagen auflösen lassen. Wenn du einen Teelöffel Zucker nicht hättest und dann der Hefe nicht bröckelt, hätte sich das schneller aufgelöst. Hätte sich das schneller aufgelöst? Ja. Tja, kann ich das Salz auch gleich mit rein tun? Nein. Ja, das ist schlecht. Also das nächste Mal tue ich dann den Zucker zuerst mit rein. Zucker und die Hefe in die Flüssigkeit. Okay. Weil der Zucker sorgt dafür, dass sich die Hefe besser löst. Okay, danke, mein Schatz, für die Info. Das nächste Mal wissen wir Bescheid. So, jetzt haben wir das Ganze auch leicht aufgelöst. Dann tun wir den hier gleich einmal rein. Schauen wir mal, wie weich die Butter schon ist. Ja, reicht aus. Dann können wir gleich mal Butter und Salz mit hier reintun. Butter, Salz und Zucker. Die Kartoffeln stampfen wir jetzt einfach mit einem Löffel ein bisschen klein.
Mit dem Löffel, mit der Gabel. Sabalot zieht sich das heute durchs ganze Video. Egal, egal. Und nochmal egal. Ja, wobei mir jetzt auffällt, man hätte ja auch die Kartoffel mit der Butter gleich zusammenmanschen können. Wäre vielleicht auch nicht schlecht gewesen. Und wenn ihr euch über das Kindergebrabbel im Hintergrund wundert, ja, Ramona mit dem Sohnemann ist da. Sprich, mein Schatz und ich, wir hatten Oma und Opa Dienst heute. Und gestern. Und gestern, da war ich arbeiten. So, Freunde, alles drin? Dann fangen wir mal mit langsamer Stufe hier an. Und schütten dann schön Stück für Stück, Schluck für Schluck unsere Hefe, Wasser, Milchgemisch hinein. Dann werden wir ja sehen, ob das ja nicht zu viel Flüssigkeit war. Ich habe noch keinen genauen Plan. Wir werden sehen. Und in der Zwischenzeit schaut mein Schatz hier mal rein. Was sagst du dazu? Viel zu viel. Das waren aber genau die Mengenangaben in dem Rezept. Das macht man ja auch nicht, die Hefe in der ganzen Milch auflösen. Weil jedes Mehl verhält sich anders. Okay. Punkt. Man gießt immer erst nach und nach. Also ich hätte es jetzt einfach anders gemacht. Ich hätte das Mehl rein, hätte die Hefe rein, ein wenig Salz dazu. Ein wenig lauwarme Milch obendrauf, hätte ein wenig einen Vorteig gemacht. Und dann hätte ich das durchgeknetet und nach die Milch reingeschüttet. Und das, was ich nicht brauche, brauche ich nicht. Fertig. Okay. So. Und nachdem das jetzt so flüssig ist, kann ich jetzt mindestens 100 Gramm Mehl dazu, dass das fest wird. Meinst du? So ja. Viel? Ach nö. Das ist doch zu viel. Ja, dann hast du halt den Klotzebabdeug. Ja, Leute, ich hole jetzt noch ein bisschen Mehl und tue noch ein bisschen Mehl dazu und dann gucken wir mal, wie es danach aussieht. Auch nicht viel. Ja, und in der Zwischenzeit, während sich das hier jetzt die Küchenmaschine alles abrührt, werden wir uns jetzt noch schnell um die Kastenform kümmern. Ja, die müssen wir jetzt hier bloß noch einsprühen. Ihr könnt dann natürlich auch jedes andere Trennspray dazu nehmen. Aber wie gesagt, ich nehme das gute Flammo dazu. So. Und da kommt nachher dann unser Teig gleich rein, wo er dann gehen darf. Und das, was hier jetzt da drin so klumpig aussieht, ich würde mal sagen, das sind unsere Kartoffelstückchen. Naja, ein bisschen Mehl geht noch. Oder Schatz, ein bisschen Mehl geht noch? Ja. Aber tu doch, darf schon eine Nähe. Tu doch dann nochmal ein bisschen Salz dazu. Ein bisschen Salz, kein Problem. Oh, jetzt bin ich gegen die Tür gerannt. Aua. Gut. So, jetzt war die Grillshow auch noch dabei. Ja. Hätte ich jetzt nicht genommen, so grob Klumpitz. Jetzt schimpft sie mich schon wieder. Ich schimpf nicht. Weil danach, wenn dann so ein Salzkristall im Mund hast, dann ist oh, lecker. Teller. Sei froh, wenn ich keine neuen Chili-Symphonie rein tue. Sollen wir noch ein bisschen Pfeffer essen? Pfeffer, noch ein bisschen Mehl rein tun? Ja. So, jetzt reicht's aber dann. Ja, aber jetzt schau mal diese Konsistenz an. Ja, mein Schatz, sieht viel, viel besser aus.
So Leute, ich räume dabei alles auf, lassen wir noch ein bisschen kneten und dann füllen wir den Teig gleich in die Petromax-Kastenform. Hey, was machst du mit meinem Teig? Umfüllen. Umfüllen, jetzt schon? Schau mal, der ist doch durchgeknetet. Du kannst auch alles totkneten. Ach, kann man das auch? Ja. Ja, Leute, ich würde sagen, Schatz hat die Führung übernommen. Obwohl ja ich immer noch glaube, dass der zu weich ist. So. Gut, im Singer-Lesebuch raus. Jo, dann verteil den jetzt noch schön. Der ist schön verteilt. Schau. Schön gleichmäßig. Der ist schön gleichmäßig. Weil der geht ja jetzt noch. Wohin? An die Decke. Jo, mach mal einen Deckel drauf. Lass mal einen Teig. Teig gehen. Wohin? Weg, du blöde Wespe, das ist mein Teig. Jo, dann lass mal gehen und in der Zwischenzeit werde ich nachher 15 Kohlen anfeuern. Ja, Freunde, während ich hier die Kohlen vorbereitet habe, könnten wir eigentlich noch ein schnelles Zwischenfazit sprechen. Was würde ich das nächste Mal anders machen? Die Hefe in der Milch auflösen mit Zucker, dann die Hefemilch hinzufügen und das Wasser nach Bedarf. Also so, dass der Teig dann gut ist und wir nicht noch Flüssigkeit nachschütten müssen. Ja, das wäre eigentlich das Ganze, was ich anders machen wird. Oh, Schatz klatscht. Du hast gesagt. Wäre das dann so richtig? Nein, das war jetzt nicht richtig. Nicht? Nein. Dann komm näher. Komm näher. Komm näher zur Kamera. Nee. Diese Szene musst du nochmal machen. Diese Szene muss ich jetzt nochmal machen. Ja, warum? Diese Szene musst du nochmal machen, weil du gesagt hast, dass ich keine Flüssigkeit mehr nachschütten muss. Flüssigkeit nachschütten ist einfacher wie Mehl zu geben. Weil wenn du Mehl zugibst, passt das ganze Rezept nicht mehr. Einfacher ist es, Flüssigkeiten wegzulassen. Ja, ich habe gesagt, ich schütte so viel Wasser nach, dass ich danach keins mehr zugeben muss. Also sprich, von den 300 Millilitern Wasser würde dann etwas übrig bleiben. Genau. Ja, so war das auch gemeint. Aber du hast es falsch gesagt. Nein, habe ich nicht. Ach Leute, ihr wisst, was ich gemeint habe. Also so viel Wasser hinzugeben, dass es dann halt ausreicht und rein theoretisch dann von dem Wasser etwas übrig bleibt. Ganz genau. Okay. Genau so. Gut, dann warten wir jetzt, bis der Teig soweit gegangen ist. Ich werde nachher rechtzeitig die Kohlen anfeuern. Und dann setzen wir den oder die K4-Kastenform auch schon unter die Glut, über die Glut. Ja, ganz genau. Tja, Leute, es war jetzt eindeutig zu viel Teig. Kurz nochmal aufmachen, dass er wieder ein bisschen zusammenfällt. Aber ich will hier jetzt nicht unbedingt einen wieder rausholen. Schatz hat gesagt, ich soll mich jetzt beeilen mit den Kohlen, weil, ja, das Backen unterbricht den Gärvorgang. Aber ich glaube fast, ich muss da oben ein bisschen Teig abdingsen. Und ja, Kohlen habe ich noch ein paar Anzünder drunter, dass die einfach jetzt schneller durchglühen. Dass man Kohlen draufbringen, drunter kriegen. Verdammt. Das ist wirklich zu viel Teig. Naja. Ich probiere jetzt einfach ein bisschen was oben noch wegzunehmen von dem Teig. Ich habe ein bisschen was von der Teigmasse raus. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir, dass wir die Kohlen drunter und drüber bekommen. Wie war das jetzt? 6 unten, 1,
2, 3, 4, 5, 6 und die restlichen oben drauf. Wobei ich jetzt sagen würde, von den Profagus-Kohlen, die ich heute verwendet habe, machen wir 8 oben und 2, 4, 5 unten. Und die anderen 2 tue ich in die Weberkugel reinschmeißen, ja, wo sie dann ausgehen können. Und so circa 40 bis 50 Minuten. Und jetzt muss ich euch noch was sagen. Ja, Freunde, heute Petromax hier, Petromax da, Petromax dort, jetzt auch noch Petromax Handschuhe angehabt. Warum? Na, ganz einfach, um die zu ärgern, wo sie immer aufregen. Ich würde Wärmevideos machen, nur und ausschließlich, gerade zu Fleiß. Leute, ich bin einfach ein Petromax-Fan und ja, ganz einfach, so ist es. Okay, wir lassen jetzt das Ding so lang backen. Wie ich es gesagt habe, 40, 50 Minuten und dann schauen wir es uns nochmal an und hoffen natürlich, dass es was wird, weil ich weiß es noch nicht. Erster Versuch in der K4 Kastenform. Bis nachher. Tja Leute, nach ein paar Minuten ja, hat es den Deckel schon wieder hochgelupft, aber egal, das ziehen wir jetzt auf alle Fälle so durch. Verdammte Axt. Naja! Learning by doing, wie es so schön heißt. Leute, ich frage mich jetzt echt, ob das fertig ist oder nicht. Jetzt schauen wir hier einfach mal rein. Ja. Ich tät mal sagen, das könnte fertig sein. Ich werde mal probieren. Kohlen vom Deckel runter. Ja, Handschuhe holen und dann probieren, wie wir das Brot da rausbekommen. Jo, mitkommen. Wie heißt so schön, probieren geht über studieren. Also so kriegt man schon mal nicht raus. Uns eine Bräuklingzange helfen. Hoffentlich ist das wirklich fertig. Jawohl! Leute. Nochmal rein in die Form und ja, nochmal Full Power von unten. Und das Ganze sieht dann so aus, ich habe einfach hier sämtliche Kohlen nochmal unten hingepackt und jetzt heizen wir nochmal von unten auf. Naja, wir werden sehen, was rauskommt. Ja, also es waren jetzt nochmal so 15 bis 20 Minuten. Und ja, wir tun es jetzt einfach raus und gucken uns das Ganze nochmal an. Und ich denke, so werden wir das jetzt erst einmal lassen. Ja, ein bisschen mehr Farbe hat es auf alle Fälle. Das lassen wir jetzt erst einmal komplett abkühlen. So. Und dann werden wir schon sehen, ob es schmeckt und ob es durch ist alles. Tja, Freunde, da liegt es nun und wartet, dass Schatz rauskommt und es anschneidet.
Und dann werde ich das Brot mit Butter und Nutella erst einmal verspeisen. Tja, dann wollen wir mal. Willst du es so rum oder andersrum schneiden? So rum ist wahrscheinlich geschickter. Mensch! Ja. Obligatorische Mittelschnitt. Wird es durch sein? Oh. Ja. Und schön fluffig. Schön fluffig. Schau. Oh, Schatz, das Brot ist nichts, da läuft kein Saft mehr raus. Ich hab das gesagt. Entweder bratest du alles durch oder backst du alles durch. Typisch Michi. So, jetzt machen wir so ein Probierle und anschließend mache ich mir Nutella-Brot. Auf ein Kartoffelbrot. Natürlich. Ich schon. Leute, das ist Brot trocken. Nein, echt, echt lecker. Wow. Ich würde sagen, ein absolut gelungener, gültiger Versuch. Passt, einwandfrei. Jetzt mache ich mal ein Nutella-Brot draus. Jetzt ist es schön saftig. Ich schüttel nur mit dem Kopf da drüben. Ja, Nutella-Brot, Butter drunter, ist ja genügend Palmöl schon drin. Leute, kommen wir noch zum Schnellfazit. In der K4-Kastenform funktioniert es hervorragend. Mein nächstes Brot werde ich auch wieder in der K4-Form machen. Die werde ich aber dann, klebt ein bisschen, in Grill reinstellen. Mal schauen, wie das dann funktioniert. Das Kartoffelbrot, so mit den kleinen Änderungen, wo ich mit meinem Schatz besprochen habe, würde ich das dann das nächste Mal machen. Ja, lach ruhig da drüben. Ja, einwandfrei. Was will ich sagen? Passt. Wunderbar. Brot gelungen. Michi glücklich. Schatz, bist du auch glücklich? Ja, ein Drama weniger. Ein Drama weniger heute. Okay, Leute, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Also ich find's wirklich wieder lecker.